Greetings, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem, ja, wie soll ich sagen, abschließenden Meinungsvideo zu den Ranked Battles. Ja, die Saison ist jetzt vorbei, die erste, die Beta-Saison. Wir haben heute Montag, heute Morgen um 10 Uhr wurden nochmal die Belohnungen ausgeschüttet. Schade, jetzt sieht man es nicht mehr für den persönlichen Rang, den man erreicht hat. Ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile 2000 von diesen komischen Anleihen. Also ich habe viermal geschafft, Rang 5 zu erreichen und habe somit viermal diese 500 Anleihen erhalten. Die Belohnungen für die Besten der Saison, also für die Ligen und so, noch nicht ausgeteilt. Die werden laut Wargaming erst in den nächsten 14 Tagen verteilt. Dazu komme ich aber später nochmal. Ich möchte einfach nochmal kurz so ein bisschen einen Überblick geben, wie ich jetzt abschließend diese Saison, diese gewerteten Gefechte fand. Ich habe ja ein paar Videos gemacht, so ein bisschen zu Beginn, dann so ein bisschen in der Mitte, dann nochmal ein bisschen später, und jetzt möchte ich gerne einfach nochmal abschließend so ein paar Worte sagen, weil eben, ich habe mich recht viel damit beschäftigt. Ich habe 600 verdammte Gefechte habe ich erspielt. Das sind extrem viele, ich habe 43 Punkte auch, also ihr seht, ich hab mich wirklich sehr mit diesem blöden Modus beschäftigt, ziemlich viel gefahren, weil im Nachhinein gesehen fast ein bisschen zu viel gefahren, ich habe mir ein bis zu dickes Polster, sage ich mal, gespielt, ich habe seit Mittwoch nicht mehr gespielt, also doch, Mittwoch habe ich noch gespielt, von der letzten Woche, aber auch nur um Rang 5 zu erreichen und habe dann gar kein Gefecht mehr gemacht, hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Einfach nur kurz vielleicht zu meiner Statistik und dann sage ich nochmal ein paar Sachen pro Contra. Ich werde dazu auch nachher noch ins Forum switchen, weil ich habe dort noch mal so ein bisschen überschlagen. Und werde auch nochmal mit den Liga blau einfach nochmal ein bisschen labern drüber. Ihr seht, ich habe 600 Gefechte gemacht, 601 um genau zu sein. 50% Siege, und wenn man das dann mal bitte mit meinem normalen Sieg vergleicht, ich habe 61% Zufall in den Zufall- bzw. Kompaniegefechten gewertet, dann habe ich gerade mal knapp 50%, ich war da schon über alles, ich war da bei 49, ich war da bei 51, aber ich habe es glaube ich nie über 52 rüber geschafft, also ihr seht, Siege keine Chance, 40% überlebt. Ja gut, sagt nicht viel aus, sagt vielleicht aus, dass ich ein bisschen vorsichtiger spiele gegen den Schluss, weil XP-Verteilung, Überleben gibt am Schluss einen XP-Bonus und man schaut da plötzlich auf solche Sachen. Trefferquote mit 56%, ja, was soll ich da groß sagen? Ja, ist nicht so wichtig, weil schlussendlich Blindshots und so, ne? Ja, das ganze Zeugs, ich habe durchschnittlich 800 Erfahrung gekriegt, scheint gereicht zu haben. Durchschnittlicher Damage an 1900, aber das Problem ist halt in diesem ganzen Spaß, wenn ihr euch die Infografik anschaut, und da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf, habe ich 220 Gefechte mit der Arti gefahren. Warum? Einfach mal, einerseits, es ist extrem, wie soll ich sagen, es ist entspannter als die normalen Panzer, meiner Meinung nach. Einfach aus dem Grund, ich muss mich kaum konzentrieren. Ich habe mal einen Abend lang habe ich Ranked Battles gespielt, habe nebenbei auf dem zweiten Bildschirm irgendwie ein zweistündiges YouTube-Video geschaut, konnte nebenbei ein paar, ich glaube, so habe sogar einen Punkt oder zwei erspielt. Man ist nicht mehr so, man ist zwar schon aufs Team angewiesen, aber es ist einfach, keine Ahnung, ich meine, du hockst da, kannst einhändig klicken, kriegst deine Streifen, du wirst vor allem, was für mich ein Hauptgrund gewesen ist mit der Zeit, du kommst aus dem Arti-Fokus raus, weil wenn ich normale Panzer spiele, dann bin ich normalerweise 24-7 gestunt. Es ist einfach so, du kriegst auf die Nase und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr und hab selber begonnen Arti zu spielen. Ich fühle mich nicht gut, also fühle mich nicht gut dabei. Ich meine, es ist wie, keine Ahnung, es ist wie Goldmunition. Sie ist da, sie ist zwar nicht wirklich beliebt, aber man nutzt sie halt, weil sie ist da. Genauso ist es bei mir gewesen, bei der Arti, diesen bescheidenen Modus. Und das ist auch nochmal Punkt 1, die Arti muss aus dem Modus raus, oder zumindest auf eine Arti pro Gefecht verringert werden, weil es kann einfach nicht sein, dass du in jedem Gefecht drei von diesen bescheuerten Dinge dabei hast. Die sind wirklich extrem stark. Das meine, ich kann es jetzt wohl am besten sagen, ich habe extrem viele Gefechte auf diesen blöden Klicker gemacht. Arti ist in dem Modus viel zu stark. Ist einfach so. Und ihr seht, ansonsten, zweiter Rang habe ich fast nur Mediums, beziehungsweise ja, war ich mehr Mediums gefahren als Arti, beziehungsweise ich habe sehr viele Arti und Mediums gefahren. Warum? Tut mir leid, die Russen-Mates sind einfach, unter anderem die Russen-Mates, ich habe natürlich auch Badget und Patton, wobei man jetzt sagen muss im Nachhinein, Russen-Mates, Badgets. Diese zwei sind eigentlich die oft gesehensten Fahrzeuge gewesen, meiner Meinung nach. Einfach aus dem Grund, dass erstmal die Russen-Mates die besten Allrounder sind. Du kannst mit Heat die Heavys auseinandernehmen. Du hast Panzer, um Schüsse zu bouncen. Du hast gegen alle anderen Mediums eine gute Chance.
Badgett einfach, weil sie halt, ne, ein bisschen ein größerer Scout ist und du hast das Magazin mit den 2000 potenziellen Damage, wo du dich halt einfach locker mal mit zwei Magazinen, die du anbringen kannst und die Top 3, egal ob Gewinner oder Verlierer, katapultieren kannst. Hat auch recht viele geile Gefechte auf der Badgett drauf. Und 56 Light-Gefechte aus dem Grund, weil ich eigentlich gerne den Light probieren wollte, mein WZ-132-1. Muss aber sagen, dass Lights in dem Modus überhaupt nichts zu suchen haben. Einfach aus dem Grund, weil in einem rein Tier-10-Gefecht hast du als Light, wo du eigentlich auf Sichtweite, beziehungsweise ein bisschen Tarnung, Sichtweite spielen musst, kannst du einpacken, weil sogar eine Maus mit 400 Meter Grundsichtweite spottet dich aus. Ist einfach Schwachsinn, ist aber so. Ihr seht, ich habe 11 Gefechte auf Heavies, davon waren 4 auf dem Kranwagen und noch ein paar auf dem 113er, wenn ich mich nicht täusche. Auch das 113er geht. Ist auch hier und da sogar noch oft gesehen worden, einfach weil er schnell ist und halt ein bisschen wie die Russen jetzt, ne? Gute Panzerung, schnell, guter Allrounder. Kranwagen habe ich ein paar Gefechte gemacht, aber war mir dann doch zu langsam und eben nicht Allrounder genug. Wenn ich jetzt hier rüberklicke noch ganz kurz zu meinen Fahrzeugen in den Gewerten, ihr seht eben 157 Gefechte habe ich auf der blöden Konk-Arte gemacht, davon Durchschnittsdamage von fast 2000, also ihr seht, ich meine, ich habe wirklich... Musste kaum was machen. Vor allem, das Traurige ist, ich habe auf der Kong eine bessere Siegerrate auf meinem Objekt 430, wo ich auch 100 Gefechte drauf habe. Und wo ich mit dem 130er mehr Damage und gefühlt einfach, wie soll ich sagen, auch mehr Schaden ermöglicht. Ich habe mit dem 430 gefühlt mehr gemacht in den Gefechten, damit der Kong einen besseren Winrate. Und das hat einfach diese blöde Winrate, die sagt mir aus, du musst nicht unbedingt gut spielen, um eine gute Winrate zu halten. Du kannst auch, keine Ahnung, es pendelt sich irgendwie ein, du hast in dem Modus gefühlt weniger Chancen, die Winrate zu beeinflussen. Auch hier, ihr seht auf meinen Patten, wo ich jetzt wirklich auch wieder 2000 Damage und 700 ermöglicht. Also ich meine, auf dem Patten habe ich wirklich, wie sagt man, extrem gute Sichtweite. Auch da, 43%, ist noch schlimmer, noch eine schlechtere Winrate. Und dann wieder eine Art, die mit 57. Badgett habe ich recht gut abgeschnitten mit 58% Winrate. Da habe ich aber auch wirklich ein paar geile Gefechte gemacht. Und sogar mit meinem Scout habe ich 59% Winrate, obwohl ich hier kaum... Gut, ich habe recht viel gespottet, muss ich zugeben, aber... Punkt, wenn man gerade dabei ist, bei Spotting, Potting Damage zählt viel zu wenig XP rein. Darum fährt auch niemand auf Spotten, weil... Bei der Berechnung ist es so, man nimmt... Man hat als soll ich sagen, als Grund... Faktor hat man den Schaden, den man gemacht hat. Man macht den Schaden an selber aufgespotteten Zielen auf unter 300 Meter. Das ist so ein bisschen der, sagen wir mal, den Wert, den wir nehmen zum Vergleichen. Je näher man dran ist, desto mehr XP erhält man für den Damage. Wenn man Ziele spottet, beziehungsweise wenn man auf von anderen gespotteten Zielen schießt, kriegt man 50% des Damages angerechnet. An XP. Das heißt, wenn ich 3000 spotte, ist es gleich viel wie 1500 selber geschossen auf selber gespottete Ziele. Sag mir was? Wieso sollte ich Light spielen, mein Leben riskieren, spotten gehen, zusammengeschossen werden, weil das eigene Team wieder nichts macht und dann gerade mal 50% erhalten? Ich hatte wirklich extrem viel Gefechte, wo ich 5000 so gespottet habe. Ich war gerade mal in der Mitte des Teams. Also, Punkt. 2, wie auch immer, Spotting, XP-Verteilung generell. XP-Verteilung muss angepasst werden. Ich meine, wer von euch hat das schon nicht, dass er mit kaum einer Leistung oder umgekehrt mit einer sehr großen Leistung entweder nicht zu oberst oder dann irgendwie zu unterst war? Das kann auch nicht sein. Also, wie soll ich sagen? Es happert an der XP-Verteilung genauso wie an den Panzerauswahl. Dann, wenn wir jetzt mal in die Liga gehen, wenn es dann mal laden würde... Ob sie jetzt... Ah, haben sie es vielleicht schon gelöscht, die Liga? Nee. Ihr seht, ich bin auf Platz 149. Ich war immer etwas unter... Irgendwas mit 40 war ich mal. 43 Punkte. Wie gesagt, seit Mittwoch nicht mehr gespielt. In der ersten Woche lief es bei mir scheiße mit 9 Punkten. 57%, ne? 160 Gefechte. Die zweite Woche lief bei mir genial. Da hatte ich diesen einen Abend, wo ich so gesuchtet habe, sage ich jetzt mal. Da habe ich tatsächlich mit 210 Gefechten 18 Punkte reingekriegt. Das hat mich hochkatapultiert. Woche 3 war so ein bisschen, naja, war ich auch nicht schlecht. Jetzt eben die letzte Woche, ihr seht, ich habe kaum gespielt. 81 Gefechte, haben mal 5 Punkte erreicht. Also 60... Knapp 61% hier Effizienzrate. Das hingegen stimmt wieder mit meiner Winrate überein. Also ja, was soll ich groß sagen? Ne? Schlussendlich hat... ich scrute fix mein Telefon wieder typisch pünktlich. Um in Liga 1 zu kommen, muss das Spiel erstmal laden. Ach komm, das könnt ihr jetzt bitte schneller machen. Ich möchte gerne... Hallo? Gut, es will es nicht. Ich möchte euch damit nur
zeigen, dass das Spiel jetzt total aufgegangen ist. Schlussendlich sind jetzt etwa, ja, 8, sagen wir etwa 9000 Spieler, die 16 Punkte erreicht haben. Kann man jetzt etwa plus minus hochrechnen. Das sind 9000, die... Was, wo bin ich jetzt hingesprungen? Irgendwo hin. 9000, die in die Liga gekommen sind, 16 Punkte. Das heißt mindestens 4-mal Rang 4. Ab 34 Punkten und 62% Efficiency ist man, beziehungsweise 62,5, ist man hier in Liga 1. Also ihr seht, der Typ hat, schauen wir uns gerade mal bei ihm an, wie viel Gefechte er dann 74 gemacht. Man ist mit 25 Punkten Liga 2, das heißt 6 Punkte, 6-6. 6-6-7. Ja, also das heißt 3x6, 1x7 Punkte, wobei er hier in der letzten Woche ebenfalls nur Rang 4 erspielt hat. Obwohl 70% ist recht gut, das ist extrem hoch. Um überhaupt in die Liga aufgenommen zu werden, brauchte man 20 Punkte, das heißt 3x Rang 5 erreichen, 4x Rang 5 erreichen, ist jetzt sogar mit 49%, also man kommt sogar mit recht wenig in die dritte Liga. Gut, der tut mir ein bisschen leid, ne? 520 Gefecht gespielt und nicht mal Liga 3. Das ist hart, wegen wahrscheinlich einem Win oder so. Ja, das ist so ein bisschen die Übersicht. Ihr seht die Belohnung. Wie gesagt, ich werde jetzt eine erhalten nächste Woche. Das sind unter anderem eine Belohnungskiste. Das kann ich jetzt gleich rüber switchen mit euch, dass ihr das euch mal anschauen könnt. Liga 1, wie gesagt, bekommt die Bonds und diese Badges, wobei ich eigentlich auf die Badges und auf das hier gespielt habe, weil diese Riesenkisten sind tatsächlich 10 Boni für 50% mehr Credits drin, 2000 Gold und 7 Tage Prämie, also eigentlich auf das und auf dem Badge habe ich gespielt, diese Bonds. Wie soll ich sagen, schlussendlich, ich weiß mir eh nicht, was zu kaufen. Ich wüsste nicht, was kaufen, ich weiß auch nicht, auf welchen Panzer ich was aufsetze, ich habe, wie soll ich sagen, Qual der Wahl. Ich kann genau ein Equipment kaufen, ich wüsste nicht, welches. Liga 2 erhält dann immer noch extrem viel, die erhalten auch noch 1000 Gold, 7 Tage Premium, 5 dieser Boni. Und Liga 3 erhält immer noch so ein bisschen einen Trostpreis mit einem Slot, 500 Gold und 1 Tag Premium, aber trotzdem auch 5 von diesen guten Reserven, wobei ich sagen muss, diese Reserve ist wirklich top, da schaffst du in 2 Stunden locker eine halbe Million zusammenzufahren, wenn du Premium ungefähr und es einigermaßen läuft. Ja, halt eben Badges und diese paar Bonds. Hier in der, nochmal kurz die Ranks-Levels, weil sehr viele haben auf die Ranks gespielt. Haben einfach gesagt, ich möchte gerne Rank 4 bzw. Rank 5 erreichen, einfach nur für Garagenslot. Man hat die Möglichkeit, gut, das ist wohlgemerkt, das ist possible, das ist 100%, also das ist sicher drin und hier war das einfach möglich. Und sehr viele haben einfach auf die mögliche letzte Stufe gespielt, weil eben, man hat einfach recht viele Belohnungen drin sind. Es gab auch die Mission, wo man irgendwie 10 Gefechte so machen muss. Also man hat recht viele Belohnungen erhalten. Sagen wir jetzt mal. Wobei es eben auch viele Spiele gegeben hat, die halt einfach nur auf diese Belohnung gespielt haben, aber nicht auf die Ende-Saison-Belohnung. Ja, was muss ich hier groß sagen? Hier gibt es eigentlich nicht speziell dieses blöde Streifvergabsding. Das müsste sich unbedingt ändern. Es kann nicht sein, dass die Top 3 Losers hier Augenstreifen halten, weil das ist einfach so, dass man halt dann, sobald man sieht, dass das Gefecht verloren ist, kapseln sich alle ab, denken alle, komm, wir gehen so weit weg wie möglich, versuchen einfach auf Damage zu farmen, aber nicht mehr, ja, keine Schüsse fressen, ja, keinen Push anführen, Hauptsache, noch Top 3 werden. Sie müssten es ändern, es würde schon reichen, wenn sie sagen würden, dass zum Beispiel nur Top 1 bis 10 kriegen einen Streifen bei dem Gewinneteam, die anderen 5 verlieren einfach keinen. Und im Gegenteam verlieren einfach die Top 3 keine Streifen. Ich glaube, das würde es schon ein bisschen entschärfen. Oder sie machen die Hardcore-Variante, dass einfach das ganze Gegenteam einen Streif verliert. Ja, dann würde es auch nicht mehr. Dann würde wirklich viel mehr auf Sieg gespielt werden, nicht auf Snipen. Ja, für das, die das noch nicht ganz verstanden haben, das hat mich eigentlich noch gefragt. Wenn man Rang 5 erreicht hat, kann man diese Fahrzeugpunkte machen, wobei man ab Fahrzeugpunkt 3 7 Streifen braucht. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen verhindern, dass immer mit dem gleichen Panzer gespielt wird. Da hat man vor allem in der ersten Woche gegen Ende gesehen, dass die Panzerverteilung bzw. die Vielfalt extrem zugenommen hat. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass einfach sehr viele auf ihren Russenmeds und Badjets und blablabla 2 Streifen Fahrzeugring erhalten haben und dann halt gewechselt haben, weil ob 7 oder 5 Streifen sind halt schon einiges mehr. Ja, wir gehen noch kurz rüber. Ja gut, hier gibt es nicht mehr Großes.
der allgemeine Plan, ich hoffe einfach nur, dass der allgemeine Plan ist, ist, dass jetzt erstmal einen Monat Pause machen und die Beta-Saison auswerten, sage ich jetzt mal, und schauen, was passiert. Hier noch kurz im Forum, ihr seht, im Forum bin ich auch recht aktiv, vor allem in dem Thread, wo ist mein Ding? Ich habe es mal kurz zusammengesetzt. Einerseits hat einer hier geschrieben, niemand XL, einfach nur furchtbar, der Modus andauert, 3 oder 4 Mal die gleichen Karten hintereinander. 3 Mal Orbitalkron, also sprich Artis. Ja, der Match, der Map-Pool wurde ja verkleinert und das hat halt die Auswirkung, dass man sehr oft die gleichen Karten hat. Und es ist so, dass man noch öfters, also es gab wirklich irgendwie, dass man 4, 5 Mal die gleiche Karte hintereinander hatte. Es war anstrengend, aber das Glück war, dass sie die besseren Karten, sag ich mal, drin gelassen haben. Sie haben Karten wie Kakov, sie haben Karten wie Stalingrad, Karten wie Ensk, Minen, all dieser Mist haben sie rausgenommen zum Glück. Und man hat recht viel Prorovka und Malinovka gehabt, was ich sehr gern gehabt habe. Ich mag offene Maps. Himmelsdorf hatte ich zum Glück nicht so oft, obwohl es sogar noch gegangen ist auf Himmelsdorf. Ja, die schlimmste Karte war fast Ruinberg, meiner Meinung nach, weil die war wirklich dämlich. Was aber das gezeigt hat, ist, dass einerseits die Maps extrem unausgeglichen sind. Du hast Maps zum Beispiel auf Live Oaks, glaube ich, mit den Bahnschienen, also die als Wasserbahnschienen, auf der anderen Seite hast du die Karten, die Stadt. Das war jetzt einfach so, zum Beispiel, das ist eine Map, oder war die Elhautruf, alle diese Maps, die haben plötzlich, haben die einfach gezeigt, dass gewisse Seiten, Highway zum Beispiel, Highway auch, dass gewisse Seiten einfach generell schon mal benachteiligt sind. Und das ist jetzt kein Aluhut-Mist oder wie soll ich sagen, das ist jetzt kein Verschwörungstheorie. Es ist einfach so, dass gewisse Seiten bevorteilt sind, einfach weil sie stärkere Positionen haben, die man anfangen kann oder Positionen, die einem früher einen extremen Bonus haben oder dass eine Seite es einfacher hat, die Map-Kontrolle zu erhalten und das kann halt einfach nicht sein. Wir sprechen hier von einem kompetitiven Modus, sprich von einem Wettbewerbsmodus, wo es darum geht, wer kann sich diesen Wettbewerb durchschlagen. Es darf einfach nicht sein, dass einfach schon mal ein Team bevorzugt oder benachteiligt ist durch die Map und durch die Map-Position, die Spieler bzw. die Teams erhalten. Es kann nicht sein, dass einfach ein Team schon mal generell benachteiligt ist, weil sie halt auf einer Seite starten und das dann halt durch besseres Teamplay, was sehr selten war in diesem blöden Modus, oder bessere Spieler, was auch immer, kompensieren müsst. Das darf es nicht sein. Punkt 2, RNG. Es kann auch nicht sein, dass in einem... Ich finde RNG generell ja nicht eine schlechte Idee. Ich finde es witzig, dass halt so ein bisschen der Luck-Faktor und so drin kommt und diese O- und A-Momente, wo man aber für positiv und negativ ist. Also ich meine, man hat oft so Momente, wo man sagt, wie kann denn das sein? Das kann doch nicht sein, dass ich da gebounced, blablabla. Andererseits hast du dann auch wieder Momente, wo du musst sagen, oh geil, er hat daneben geschossen oder geil, er hat mich nur getrackt. Das Problem ist, im Random mag das ja gehen, weil dort hast du nicht dieses ligahafte Denken, aber in einem kompetitiven Modus, wo es darum geht, es hat ja Ranglisten, es geht um den Skill, es geht ja eigentlich, die Idee ist ja wirklich eben Wettbewerb zu machen, so ein bisschen ein Matchman, ein Ranglistenverhalten, und da kann es einfach nicht sein, dass auch generell schon mal ein Team 25% beziehungsweise diese 25% sind zu stark, um auf den Punkt zu kommen. Man müsste es minimieren auf 5-10%, dass man noch so ein bisschen einen Random-Faktor drin hat. Aber 25 ist eindeutig zu viel und gefühlt, aus meiner Sicht, kann gut sein, dass es auch wieder nur komisches Gefühl ist. Wohlgemerkt, Gefühl ist sowieso immer subjektiv. Gefühlt konnte ich recht schnell sagen, wenn die Schüsse irgendwo ins Nevada gingen, bei mir voll eingezielte Schüsse, RNG ist nicht auf meiner Seite, sprich, ich darf nicht gewinnen. Sprich, das Team hat einen RNG-Malus. Ich habe nämlich das Gefühl, stimmt wahrscheinlich nicht, aber das gewisse, also dass zu Beginn des Gefechts ein bisschen ausgewürfelt wird, welches Team hat RNG-Bonus oder Malus. Und dementsprechend bekommt einfach ein Team für jeden Schuss, keine Ahnung, vielleicht 5% schon mal besseres. Und ich habe das Gefühl, dass das in den Ranked Battles extrem, oder beziehungsweise generell RNG in diesem Modus extrem einschränkt. Ein extremer Faktor ist, den kann man nicht berechnen. Du pusht vielleicht mit ihnen Full AP auf den Gegner drauf. Rationale Entscheidung, du solltest es eigentlich schaffen. Kommt RNG, sagt Nope, du verreckst. Das ganze Gefecht ist eigentlich gelaufen. Das darf nicht sein. Dann, nächster Punkt, die Panzer sind total falsch balanciert. Das merkt man jetzt extrem. Ich habe schon vorhin gesagt,
wie schlecht eigentlich die Panzer verteilt sind. Weil ich meine, man hat auf Tier 10 so viele Panzer. So viele. Man hat E3, E4, Kinderwerfer, man hat Maus E100, man hat Leopard, E50M, so viele Panzer. Was hat man gesehen? Besonders im Hochleveln, wohlgemerkt. Russenmetz, vor allem das Objekt 907, überall zuhauf vorhanden. Die Badget, wie bereits erwähnt, schneller Panzer, guter Scout mit dem Magazin, extrem hohen Damage Output. Und natürlich Maus und Type 5, einfach weil die Octoys sowieso overbufft sind. Sind so die bevorzugten Panzer. Wie gesagt, die Ds sieht man kaum. Es gibt hier und da Leute, die spielen E4, Grille. Nee, Stritzwagen, stimmt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Der Stritzwagen, der 10er Schwede, ist auch sehr oft vorhanden. Warum? Weil der erstmal die Trollpanzerung hat, wobei die dann abnimmt, weil fast jeder Heat schießt, beziehungsweise gleich Heat lädt. Goldmunition ist auch ein Thema, muss ich auch noch hinschreiben. Sage ich gleich nachher was drüber. Grille hat man hier und da mal gesehen, aber die haben sich durchgesetzt. Und genauso die Lights. Die Lights haben sich noch weniger durchgesetzt. Ich meine, wie oft hast man ein Light gesehen, besonders beim Hochleveln auf Rang 5? Fast nie, eben auf dem Grund, dass die ganzen Russenmates gleich viel Sichtweite haben, wie du als Light, sprich 400. Es gibt alle ein, zwei Lights, ja, mehr als 400 Meter. Dann kommt der 10er Pet mit seinen 410 Meter Sichtweite, hat vielleicht noch Ration drauf, kannst das Teil als Light eh einpacken. Müssen sie unbedingt ändern, wie gesagt, und dazu kommt, dass Spotting Damage kaum XP bringt. Nächster Punkt ist, genau, ich habe gerade gesagt, Premium-Munition. Es kann nicht sein, dass gewisse Leute durch Einsatz von Geld, ob jetzt das Echtgeld oder Ingame-Währung ist, sich einen Vorteil erarbeiten können. Sie müssten, das ist natürlich viel Arbeit, aber das wäre, sage ich mal, eine intelligente Lösung, sie müssten für jeden Panzer eine individuelle Munitionszusammensetzung, sagt man, wie bei den historischen Gefechten. Ne? Da hatte man ja auch, ist man gestartet und hat bestimmte Anzahl von Munition erhalten. Es müsste so Munitionsvorgaben geben. Zum Beispiel sagst du, du möchtest kein HE und keine Premium-Munition, sprich zum Beispiel Badget. Du möchtest gern normale Munition, Premium und HE, oder du möchtest nur normale und Premium. Aber einfach, dass nicht gewisse Leute mit Heat-Only spielen können und somit ihren Panzer ins, keine Ahnung, einfach mal doppelt so kompetitiv machen können, um jetzt gar mal dieses Wort zu nutzen. Und andere, die halt diesen XP-Bonus nicht haben, die Zeit, was auch nicht, das Geld, was auch immer, Junge, und somit einfach schon mal benachteiligt sind. Und es würde helfen, wenn man eine voreingestellte Munitions-Setups hat, aus dem Grund, weil jeder hat dann auf seinen Panzer eingestimmte Munitionsarten und Menge und muss mit denen auch umgehen können. Und ich finde, sowas gehört auch dazu, gut spielen zu können. Du musst mit deiner Munition umgehen, du musst wissen, wenn du welche schießt, du musst, sag ich jetzt mal, wissen, ob du jetzt auf ein E100, wenn du ihn frontal hast, der nicht Holdown ist, ob du da lieber Heat nachlädst oder lieber versuchst, mit der normalen Munition in die Unterwanne zu schießen. Einfach so Sachen, wo total verloren gehen. Das ist einfach auch schade. Dann, wie gesagt, die Art, die sind schlimmer, sind umso schlimmer. Wie gesagt, ich habe viel Art gespielt, ist so. Sag aber, dass sie extrem schlimm ist. Das ist ein Punkt, den sie unbedingt ändern müssen. Wie gesagt, maximal eine Art oder gar keine Art mehr im Gefecht, weil die passt nicht in den kompetitiven Modus rein. Und ja, so ziemlich das Schlimmste an dem ganzen Modus fand ich dieses übertoxische Verhalten, diese Aggressivität, diese Negativität, diese einfach, man ist gegen jeden und alles, es wurde geteamkillt, so oft wie ich noch nie gesehen habe, es wird beleidigt, sobald mal einer was nicht macht. Es ist unglaublich, was es für ein Verhalten ist. Du wirst aus Deckung rausgeschoben, wenn du an einer Position stehst, wo vielleicht gut ist oder andere Liebe sein möchte. Du wirst im Stich gelassen, du wirst zusammengeschissen, wenn du, keine Ahnung, nicht das machst, was der Herr vor dir haben will. So viele Punkte, wo du sagen musst, Bestrafungen müssen entweder extrem erhöht werden oder sie müssen einfach irgendwie hinbringen, dass das nicht mehr so toxisch ist. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass du schon mal reinkommst und es kommt schon mal ein Kommentar von, die Gegner haben Fame, blablabla, ihr seid eh alles nur Idioten, geht weg. What the fuck? Und auch, ich habe mich extrem hilflos gefühlt als Spiel. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Tickets geschrieben an den Support mit Vergehen gegen die Regeln und nicht irgendwelche Pipifatz-Vergehen, sondern wirklich Teamkills, Rigging. Keine Ahnung, einfach solche Sachen, wo du sagen musst, eben auch rausschieben, einfach solche Sachen, wo du sagen musst, dann tun sie schon das Report-System entschärfen für die Randoms, wo ich sagen muss, kann man teilweise verstehen, ich wurde ja auch schon ein paar Mal
random, sag ich es mal, gebannt, weil einfach, ne, die Jungs, wir haben sie müssen wegen Unfair Play reporten. Das darf in dem Modus nicht sein. Es darf nicht sein, dass du hier Scheiß machen darfst und nicht bestraft wirst. Du wirst vielleicht blau und juckt niemand. Du wirst vielleicht geteamkillt und juckt niemand. Das muss viel, viel, viel härter gemacht werden. Das muss wie bei CSGO, nehmen wir das. Das ist ja zum Beispiel das kompetitive Spiel, das momentan unterwegs ist. CSGO, hast du dieses Overwatch-System? Sowas ähnliches müsste es in World of Tanks auch geben, dass du den Spieler reporten kannst. Der Spieler, beziehungsweise das Gameplay wird an einen, keine Ahnung, an irgendeinen ausgewählten Spieler gesendet. Der sieht das an, kann entscheiden, war das jetzt Regelverstoß oder nicht. Kann dann sagen, doch, war ein, und dann wird es vielleicht weitergeschickt an einen WG-Mitarbeiter, der das dann endgültig anschaut. Aber es kann nicht sein, dass du spielen kannst wie Sau, dich verhalten kannst wie Sau in so einem Modus und nicht bestraft wirst. Ja, eben einige grobe Punkte. Es gibt natürlich auch positiv Sachen. Es ist auch cool, mal ein bisschen auf was anderes zu spielen, mal ein bisschen eben mit diesen Punkten und kompetitiv und halt Tier 10 only und ein bisschen mehr überlegen. Es ist gegen die Ende der Saison war es nicht mehr das gleiche Gameplay wie zu Beginn. Zu Beginn war es wirklich extrem passiv, campen, abwarten. Gegen den Schluss wurde es schon wieder ein bisschen aggressiver und das fand ich auch ein bisschen besser. Ich habe dieses Campen nicht gern gehabt, dieses Abwarten und blablabla, weil das war mir dann wirklich zu passiv. Aber das ist cool, es wird wirklich ein bisschen mehr abgewartet. Du merkst schon, du hast ein bisschen bessere Spieler bei dir im Team. Und nicht mehr all die normalen Leute und so. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn du mal einen Spieler hast, der ein bisschen Teamplay zeigt, dann kannst du zu zweit, zu dritt, kannst du so geile Runden machen, wo ich jetzt wirklich sagen muss, das hast du nur in Ranked Battles. Auch die Idee mit den ganzen Belohnungen, die sie ausschütten, ist eigentlich auch schön. Du kriegst wirklich für den Rang, kriegst du Credits, kriegst du XP-Boni und was weiß ich alles. Ist doch auch echt cool. Aber ja, ich weiß auch nicht, aktuell tut einfach das Negative das Positive überschatten. Das ziemlich extrem. Würde jetzt die Saison nochmal so weitergehen, wie es jetzt ist, würde es nicht mehr spielen, ganz sicher. Ich hoffe, dass Wargame jetzt mal einen Monat Pause macht, den Modus ausschaltet und schaut, wo sind die Fehler, wo sind die Punkte. Ich kann nicht behaupten, ich habe irgendwie das Gefühl oder die Befürchtung, sage ich mal, dass Wargame kommen wird und sagen, oh ja, der Modus fand alles super, wir machen jetzt genauso weiter. Weil das ganze Feedback-Auswerten bei Wargame ist so ein bisschen eine Sache für sich. Ja, meine, was soll ich sagen? Ich habe jetzt geschafft, Liga 1 zu spielen, das ist mein Ziel. Man hat auch den Streamer gesehen. Es sind ja sehr viele, die gestreamt haben. Ich habe eben auch artige Spiele streamen nebenbei geschaut. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Allgemein. Ich habe das Gefühl, allgemein sehen die Leute das alles so sehr toxisch und ich weiß auch nicht, überall ist extreme Unzufriedenheit über den Modus und ja, es will irgendwie niemand mehr so richtig. Es war eine coole Idee, dass man wirklich jetzt endlich mal so einen Ranked-Modus hat, aber aktuell, so wie das Spiel aufgebaut ist, mit RNG, mit den Panzern, mit den Karten, merkt man eigentlich erst, wie unbalanced dieses ganze Spiel ist und wie das überhaupt nicht funktioniert in so einem extrem kompetitiven Modus. Punkt. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen meine Schlussaussage. Sie müssen das Spiel viel, viel kompetitiver machen, viel normativer, wie sagt man, viel gestaffelter mit einem System dahinter und nicht dieses Larifari, was in den Randoms funktionieren mag, funktioniert hier einfach nicht. Vielleicht auch die Ränge dann noch auseinanderziehen oder Punkte, Streifenvergabe schwer machen. Ja, wie soll ich sagen, es funktioniert aktuell so, wie sie es sich planen, nicht. Ich hoffe, sie verändern es, ich hoffe, sie überarbeiten es, weil die Grundidee finde ich nicht schlecht. So wie sie es umgesetzt haben, ist es aber schlecht. So, das ist, glaube ich, meine Grundaussage. Musste das Video einfach unbedingt nochmal machen. Ich denke, das ist wichtig, nochmal so als Abschluss das zu sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich mich sehr stark mit dem Modus beschäftigt habe, denke ich, ist es wichtig, nochmal eine abgerundete Meinung zu haben am Schluss. Es ist nicht alles scheiße, aber es ist, wenn man die Waage hat, tendiert die Waage ziemlich stark zu nicht so gut. Und das finde ich schade. Das müssen sie unbedingt überarbeiten. Hoffen wir mal, dass sie was Besseres daraus machen. Das ganze deutsche Forum ist eigentlich recht übersät von negativer Kritik, beziehungsweise eben von, oh mein Gott, keine Ahnung, schwer, der Modus hat ziemlich Federn gelassen, Credits aus, kaum Credits kriegen, blibablub, also
Ja, allgemein ist die Meinung nicht so positiv. Zu Beginn war es noch ein bisschen enthusiastischer, mittlerweile eben sehr viel negative Kritik. Ich glaube, man sieht warum. Ich glaube, man sieht warum. Auch wer es selber spielt, wird merken, warum. Und ja, das war mein abschließendes Wort zu diesem Modus, den Ranked Battles. Ich hoffe, sie überarbeiten es. Die Idee finde ich eben gut. Die Umsetzung ist Mist. Lasst uns überraschen. Mal schauen, was Wargaming hier als nächstes macht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein bisschen was anderes. So ein bisschen Let's Speak mit Forum Inputs und so. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.